Hallo ihr Lieben, hier ist Sven von Schubert's Fotografie. So, ich habe das gleiche Video schon auf Instagram hochgeladen. Leider habe ich es gerade irgendwie vom Handy gelöscht und finde es nicht mehr. Also mache ich es jetzt nochmal neu für den YouTube-Kanal auch. Und zwar möchte ich euch heute ein bisschen was zu meiner Kameraeinstellung sagen, weil viele fragen mich immer, wie ich immer so schnell agiere von einem kontinuierlichen Autofokus, also AFC praktisch nach AFS. Weil ich da nicht ins Menü rein muss oder irgendeinen Knopf drücken muss nachher, wo ich dann die Auswahl erstmal tätigen muss. Ich habe es so gemacht, also habe dann praktisch eine Taste, die ich belegen kann letztendlich. Das gibt es auch bei anderen Kameras. Ich arbeite jetzt mit Sony. Und da habe ich meinen Autofokus separat draufgelegt. Also mein Autofokus liegt nicht mehr auf meinem Auslöser. Und dadurch kann ich entscheiden, ob ich einen AFS nutze oder den AFC. Und ja, das zeige ich euch jetzt mal. Das Ganze heißt Back-Button-Fokus. Und weil ich es halt auf dem hinteren Knopf lege, bei der Nikon habe ich zum Beispiel hinten den AE-L und AFL-Knopf, den ich belegen kann. Das ist ganz einfach. Also da geht ihr einfach bei der Nikon ins Menü rein und dann habt ihr den Punkt Autofokus. Auf dem Punkt Autofokus klickt ihr drauf und stellt eure Priorität erstmal auf AFC, also sprich auf den kontinuierlichen Autofokus, den ihr nutzt, wenn ihr bewegliche Gegenstände oder Personen fotografiert, sprich Hunde, Hochzeiten, wenn der Vater die Braut praktisch zum Altar führt und solche Sachen, ne? Da ist es schon mal ganz gut, den AFC zu nutzen, weil wenn ihr da eine Sekunde, wenn ihr fokussiert, dann ist die Sekunde schon wieder rum, bis ihr das Foto gemacht habt, dann ist die Braut schon wieder mit dem Vater weitergelaufen, dann habt ihr ein unscharfes Bild. Womöglich. Bei AFC müsst ihr ein bisschen gucken, dass ihr nicht da auf dem Hintergrund fokussiert oder das passiert dann ab und zu schon mal schnell in jeglicher Bewegung und dann habt ihr auch ein unscharfes Bild. Auf jeden Fall stellt ihr euren Autofokus auf AFC. So, dann geht ihr weiter. Dann habt ihr in dem gleichen Menüpunkt C bei der Nikon Timer und Tastenbelegungen. Da geht ihr rein, kann ich euch mal zeigen. So, wir gehen nochmal hier zurück. So, das Menü, falls man es erkennen kann, ein bisschen, ja, ein wenig, ne, oder? Ja, aber ich denke mal, mit dem Menü seid ihr vertraut und euren Kameras oder die Nikon nutzen, ja. Dann geht ihr in Timer und Tastenbelegung, Punkt C, und da sucht ihr euch den Knopf, den ich gerade genannt habe, und zwar den AEL und AFL. Der ist unter F5 zu finden und da legt ihr, den klickt ihr an und dann legt ihr, habt ihr verschiedene Menüpunkte. Belichtung und Auto- und Fokus speichern, Belichtung speichern, Fokus speichern, Belichtung speichern, ein aus. Und dann findet ihr den Punkt AF on, Autofokus aktivieren, das klickt ihr auf OK. Wenn ihr den aktiviert habt, seid ihr eigentlich schon fertig. Bestätigt das Ganze, geht aus dem Menü und jetzt könnt ihr mit diesem Knopf einzeln fokussieren. Einmal angedrückt, ich mache mal eben den Ton an, dann hört man es auch. So, den finde ich hier oben, jetzt sind wir schon zu weit. Da ist er drin, mal eben gucken. Tonsignal. Auf 3, so, und zwar ich weiß nicht, ob man es hört. Auf jeden Fall könnt ihr, wenn ihr den Knopf einmal drückt, könnt ihr praktisch auf euer Objekt scharf stellen. Und da seht ihr hier auf dem Display, dann habt ihr ja diesen Punkt, Schärfepunkt. Also, fertig. Und dann könnt ihr das Foto machen, direkt durchdrücken. So. Und wenn ihr aber sagt, hier ist ein bisschen dunkel jetzt, aber ich gucke mal, ob ich es euch über Display zeigen kann. Wahrscheinlich nicht. Machen wir einfach mal so. Das stellen wir den ganzen Rotz mal ein. ISO-Wert ein bisschen hoch, geht ja nur um den Fokus. So. Jetzt fokussieren wir einfach mal das Telefon, über das ich gerade aufnehme. So, Fokus sitzt und Foto. Ja? So, kann man es nicht erkennen natürlich. Egal, auf jeden Fall sitzt der Fokus.
Einmal drücken, Kamera stellt scharf, wie ihr es oben vom Auslöser gewohnt seid. Einmal leicht andrücken, Fokus sitzt, abdrücken. Ja? So, ich mache es aber nicht über den Auslöser, sondern fokussiere hier drüber. Einmal drücken, scharf, Foto. So, jetzt sagt, wenn ihr jetzt sagt, oh, jetzt ist eine Situation, wo ich den AFC brauche, also den Verfolgermodus, dass der Autofokus scharf stellt, ständig auch bei beweglichen Objekten, haltet ihr einfach den Knopf gedrückt. Und schon habt ihr AFC und könnt praktisch euch bewegen und euer Autofokus und eure Kamera stellt stetig euer Objekt scharf. Ja? Ihr müsst nicht mehr in irgendein Menü rein oder sonst was. Ja? Und wenn ihr sagt, so, jetzt will ich wieder einen Einzelfokus haben, drückt ihr nur einmal an, fokussiert euer Objekt, drückt an, Fokus sitzt, ihr könnt auslösen. Mehr ist das nicht. Ne? Und das Ganze bringt euch wirklich eine Zeit, also ne, manchmal hat man die Zeit halt für Situationen nicht, gerade wenn ihr vielleicht noch nicht so geübt seid oder so, da ist die Tastenbelegung super, ist ein bisschen tricky, wenn man sich da erstmal wieder reingewöhnen muss, aber wenn er es einmal eingestellt hat, ist es eigentlich eine ganz coole Sache, wenn ihr den Autofokus einfach auf den Separatknopf als Back-Button-Fokus setzt und ja, ihr könnt da halt ohne Zeitverlust zwischen AFC und AFS wechseln und eigentlich eine coole Sache. Gut, das dahingehend, deshalb so mache ich auch meine ganzen beweglichen Sachen, ob Hundeshootings oder halt schnelle Geschichten mit rennenden Hunden und sowas. Für mich optimal, finde ich richtig gut. Ihr könnt es ja mal ausprobieren und könnt mir auch mal drunter schreiben, wie es bei den anderen Modellen ist, wie es bei Canon ist. Da kann man es bestimmt auch machen. Ja, Sony ist, glaube ich, wie gesagt, FN oder so mit der Tastenbelegung. Aber ja, wer es auch nutzt, diesen Back-Button-Fokus, der kann ja auch mal drunter schreiben, wie die Erfahrung von euch, also interessiert mich mal, wie eure Erfahrung damit ist. Ich arbeite damit super gerne. Und ja, das war es schon hier von mir. Und ja, ich sag mal bis bald, wenn euch das Video gefallen hat, auch wenn es kurz war. Ich versuche jetzt mal wieder ein bisschen öfters so Klamotten zu machen, weil wir gerade unseren Umzug fertig haben. Das Studio ist auch noch recht wüst und privat ist noch auch viel zu machen. Und jetzt ist ja auch viel Bildbearbeitung zu tun. Und gerade Hochzeitssaison, und da bleibt für so Videos manchmal echt wenig Zeit, aber ich bemühe mich immer mal was zu posten hier für euch. Ja, ansonsten folgt mir einfach auf Instagram, auch unter schubertz-fotografie.de. Und ja, da werdet ihr dann stetig auch mal ein paar Live-Geschichten mitkriegen, wo ihr auch mal Fragen stellen könnt und solche Sachen. Und bis dahin, Leute, haltet die Stellung und wir lesen uns. Bis bald. Ciao, ciao.